Hallo Leute, time to frag. Und zwar wollte ich mal mit ALVR ausprobieren, Elite zu starten. Ja, und eben die Qualität betrachten. Mit Virtual Desktop hat das Ganze ja nicht funktioniert. Da hing das immer in dem Steam Home, in der Steam Home Ladeumgebung und Elite ist nicht gestartet. So. Das stoße ich jetzt nochmal neu an. Jetzt brauche ich natürlich den Controller. Da bin ich ja, in dieser Steam-Umgebung mit den Hügeln im Hintergrund und da steht das Elite-Logo und mit der Unterschrift als nächstes. Und bei Virtual Desktop ist darüber hinaus nichts weiter passiert. Ich vermute mal, dass wir hier den Controller beiseite legen. Ich vermute mal oder hoffe, dass mit ALVR funktioniert. Moment passiert gar nichts. Könnte aber auch sein, dass ich da einfach nur draufklicken muss. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Startet. Die Qualität sieht schon mal prima aus. Ich habe es mit der Index unter 150% SteamVR Supersampling laufen. Hier läuft das genauso. Also hat er übernommen. Jetzt seht ihr wahrscheinlich nur das kleine Fenster. Ich will mal ganz kurz gucken, ob ich das groß schalten kann. Ups. Zeige. Fenstermodus. Vollbildschirm. Hat aber nicht übernommen. Ich mache auf Anwenden. Hat er? Ja, hat er. Ist das denn in Ordnung? Gut, ihr seht mich jetzt nicht mehr, aber das ist ja auch nicht so wild. Ich gehe mal ins Spiel rein und schaue mir das mal an. Und schaue mal, was ihr seht. Alles klar. Gut. Also die Schriften in-game kann ich sehr gut lesen. Ich spiele ja auch unter 150% Supersampling. Die sind natürlich nicht so scharf wie bei der Index, aber sehr gut. Absolut gut lesbar. Er übernimmt schnelle Kopfbewegungen, kein Problem. Ach, ich habe hier die Cutter, alles klar. Okay, dann würde ich nochmal checken, wie es hier in der Station ausschaut. Das seht ihr ja nicht. Okay, das WLAN hat sich gerade dekonnektiert. Aber ich vermute mal, das kommt gleich wieder. Ich hoffe.
Das weiß ich noch nicht, woran das liegt. Ob an der Hardware, Software auf der Quest oder ob das mit dem Router zu tun hat. Aber wenigstens, da bin ich wieder, wenigstens einmal am Anfang wird dekonnektiert. Das ist natürlich blöd. Hoffentlich passiert das nicht öfter. So, jetzt nochmal. Also die Frames sind natürlich völlig im grünen Bereich, bei knapp über 70. Ja. Ja, schwarz ist schwarz, ne? Man erinnert sich an alte HTC Vive Pro Zeiten. Ist lange her, aber ich schätze das Bild tatsächlich besser ein. Entfernt. Okay. Also es ist natürlich so, dass das Field of View kleiner ist. Das merkt man sofort. Aber ich habe hier weder irgendwelche Fragmente im Spiel, noch sieht irgendwas schlecht aus oder so. Alles bestens. Habe ich einen Landecomputer hier drin? Jo. Ah. Also, wenn das WLAN stabil läuft, dann kann ich das absolut empfehlen. Die Quest läuft sehr, sehr gut mit Elite. Und Latenzen etc. Man merkt, ja, wenn man den Kopf bewegt, ich würde fast sagen, keine Beeinträchtigung. Ich finde es völlig in Ordnung. Es ist genau das gleiche Spielgefühl wie ja, zum Beispiel mit der Samsung Odyssey Plus, ne? Vielleicht minimal verzögert, beziehungsweise verzögert kann man nicht sagen. Elite ist halt kein schnelles Spiel, wo man irgendwie die Controller schnell und heftig bewegen muss. Alles im grünen Bereich. Es sieht gut aus. Schrift ist gut lesbar. Ist in Ordnung. Hier, wenn ich die Ziffernentfernung zum Sternhafen sehe, dann ist das schon ein bisschen knifflig lesbar, aber es ist in Ordnung. Man kann die 646 Meter lesen. Also insgesamt muss ich sagen, Respekt, funktioniert hervorragend. Wer eine Quest hat und Elite platt spielt, der sollte darüber nachdenken, das mal auf diese Art und Weise auszuprobieren. In diesem Sinne, ich verabschiede mich. Macht's gut.